der Ewige, also Hashem, Allah, oder das höhere Wesen, wie du das auch nennen möchtest, spielt da einfach keine Rolle, weil das höhere Wesen ist einfach ein neutraler Begriff. Amen. Das höhere Wesen also hat keinen Sohn. Ja, so ist es. Und wird nie einen haben. Genau. Leider in dem Sinne, dass eine Traumvorstellung von vielen ist und manchen, ich finde immer leider auch, das muss ich sagen, sind Träume manchmal schön. Ja! Und Ideen. Und manchmal ist es auch schön, so geistiges Wissen zu haben, in dem Sinne, ach, das wäre doch toll, wenn wir jetzt da exklusiv jemanden hätten. Ja! Der zusätzlich zu uns herkommt und wenn wir mal unhöflich waren, sagt, ach Papa, 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 ich bin doch dein Sohn. Die waren zwar Arschlöcher und haben ein paar Kinder abgeschlachtet, aber wenn sie zu mir beten und mich anflehen, können wir doch die Sünden vergeben, oder? Gott sei gepriesen. Oh, mein Sohn, hast ja recht. Natürlich. Du bist doch der schönste, der tollste Hecht der Welt. Und bestimmt gibt es noch eine heilige Maria Gottes, die Tochter ist von Gott. Ah, aber ich bin damit nicht einverstanden. Was ist mit uns Feministen, mit uns Frauen? Ach, Maria, mein Schatz, du bist meine Tochter, ich liebe dich. Aber du kannst keine Priesterin werden, weil dein Bruder ist 2 Jahre älter wie du. Und weil er halt eben ein Mann ist wie ich. Okay? So ist es. Ja, nein, das wäre so eine tolle Vorstellung. Und dann gibt es noch ein kleines Kind und das sagt, ja, und ich bin noch ein drittes und ich bin der Heilige Geist. Ihr habt mich vergessen, jawohl. nein. Ja, also. Oh, richtig. Manchmal sage ich mir immer, meine Güte. Ach, Jörgchen, der Mensch, ich liebe die Menschen. Ich liebe die Menschen so sehr, ich würde alle Menschen knuddeln, einfach knuffen. Okay, außer der Typ mit der Kettensäge, der sage ich, der ist nicht mehr zu retten. Einer tanzt immer aus der Reihe. Also der Typ, der hat eine Kettensäge gehabt, den gab es wirklich, da haben sie dann verhaften müssen. Der war in Amerika und der hat immer so die Scheibe geleckt, so, hey, ich will euch alle töten. Ja, ne? Die Kettensäge hat er natürlich nicht mehr drin gehabt, ne? Aber das war verrückt, ne? Und die Eltern, die armen Eltern, die haben, oh, okay, aber ich schweife wieder vom Thema ab, ich weiß. Kommen wir wieder zurück. Also nein, das höhere Wesen, der Ewige hat keinen Sohn, noch keine Tochter, noch keinen Heiligen Geist. Aber das Schöne daran ist, wir alle sind seine Kinder, ob Frauen oder Männer, wir alle haben unser gleiches Schicksal. Niemand wird besser oder schlechter behandelt. Okay, manche werden halt ausgesucht für Botschaften, dann ist der eine ein Bote des Lichts. Und der eine ist halt ein Gesandter. Oder auch eine Gesandtin gibt es auch, ne, wie Mutter Teresa zum Beispiel. Genau. Also da schaut Gott jetzt nicht drauf, also die kann Christin sein oder Muslimer sein. Es gibt auch viele muslimische Frauen, die Gesandte sind und dann gibt es auch Männer, die Gesandte sind und so weiter. Und es gibt Rabbiner, die Gesandte sind und Nicht-Rabbiner, die keine Rabbiner sind Gesandte, also da... Wie gesagt, das interessiert nicht, wer du bist. Wichtig ist, dass er halt, das ist so ein Zufallsgenerator und sagt, ha, der Ahmed, der gefällt mir, ist erhaben, ist bescheiden, ist ein toller Kerl, komm, den mache ich zum Boten des Lichts oder ich mache ihn zum Propheten sogar oder zum Gesandten. Das sucht sich schon der Ewige selbst aus. Amen. Amen. Ja, das ist meine Antwort, die ich dir gebe. Und ich kann dir nur sagen, es ist schön, dass wir alle Menschen keine Extrawurst kriegen. Ja, so ist es. Und diejenigen, die jetzt ein Argument brauchen, hier gebe ich ein logisches, mathematisches Argument bei Jesus. Also, es gibt in den Evangelien, ich habe alles gelesen, ich lese immer gerne, ich liebe es zu lesen, gibt es mehrere Strophen,
Nee, Markus-Evangelium, Johannes-Evangelium gibt es, wo die erstmal die Leute fragen, wo beten wir hin? Und er sagt zum Vater. Ja, nach oben. Und halt als Zeichen nach oben zum höheren Wesen. Wenn jetzt Gott selbst Jesus wäre oder umgekehrt, dann würde er ja auf sich zeigen, zu sich meinen, ja zu mir würde es drin stehen. Hat er nicht gemacht. Zu meinem Vater, zu eurem Vater, sagte. So. Ist ein interessanter Punkt. Dann wieder ein Beispiel. Immer wenn er Wunder, also da gibt es historische Aussagen von vielen Leuten, wenn er Wunder bewirkt hatte, hat er immer zu ihm gebetet, ne, zu ihm, zum Hashem, also beziehungsweise zum höheren Wesen, um diese Wunder zu bewirken. Und als sie gefragt haben, die Leute, in welchem Namen tust du das, da hat er gesagt, ich tue das im Namen von Hashem, vom Ewigen, weil ich habe keine Macht. Ich habe keine Macht. Aber Hashem hat die Macht, ne? Ein weiterer Beweis. Und das wäre unlogisch, das ist jetzt unlogisch, jetzt für die Luzifianer sind, der auch noch zusätzlich, ey, Luzifianer, ihr könnt was drehen, wie ihr wollt, ich mit mir. Es ist unlogisch, wenn jemand sowas sagt, so einen Satz bildet und sagt, ich von dieser Macht hören, weil dann, er müsste halt sagen, wenn das nicht so wäre, wenn es umgekehrt wäre, wie ihr behauptet, ihr Luzifianer, ja, ihr wisst, wen ich meine, wenn das anders wäre, dann müsste er sagen, ich allein gebiete über die Macht, ich allein, ich bin der Super Edition. Ja, so ist es. Ein weiterer Aspekt ist, ein drittes Argument, zusätzlich, nebenbei noch, hau mal raus, dass Jeschua von Nazareth sagt, haltet euch an die Tora, haltet euch an die Gesetze, tut dies, was in der Tora drin steht. Ja, ist ja unlogisch, wenn er Gott wäre. Sehr genau beobachtet. Wenn er Jesus, der Jeschua von Nazareth, Gott wäre, dann würde er sagen, haltet euch an mich. Ich bin Super Edition und alle anderen könnt ihr vergessen. Hat er nicht gemacht. Ja? Das heißt, er hat das Alte nicht aufgehoben, wie die meisten behaupten. Amen. Amen. Das Wichtigste ist aber, das allerwichtigste Argument, und ich könnte noch tausend weitere nennen, aber das ist jetzt so das Wichtigste. Am Ende, bevor sie den Jeschua von Nazareth festgenommen haben, bevor das passiert ist, was hat er gemacht? Er hat um sein Leben gebettelt. Gebettelt. Wie ein ganz normaler Mensch. Was er war. Worüber? Ne, mit besonderen Gaben halt. Er war ein Gesandter, einer der größten Gesandten, den es je gegeben hat. War einzigartig, was alles gegeben hat. Elia, vor ihm war Elia da. Elia hat also auch, war so gleichwertig wie Elia, könnte man sagen, aber das kann jeder so sehen, wie er will. Ne? Deine so. Ich habe dort im Himmelreich gefragt, alle Menschen, egal welche Religion, und der Allerhellste und der Allergrößte ist Jeschua von den Gesandten. Von den Propheten war es Elia. Also das ist wiederum zwei Paar Schuhe. Ist ein interessanter Punkt. Jeder hat eine andere Aufgabe. Ein Bürokaufmann ist nicht ein Kaufmann im Einzelhandel. Also nicht verwechseln, der Kaufmann ist besser wie der Bürokaufmann. Nein, ist er nicht. Der Maurer ist besser wie der Elektriker. Nein, ist er nicht. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Ein Prophet hat andere Aufgaben wie ein Gesandter oder wie ein Bote des Lichts. Ne? Genau. Das kann man schlecht so werten. Ne? So ist es. Hat am Ende um sein Leben gebettelt und hat schweißgebadet geschwitzt. Und wenn er Gott gewesen wäre, Jeschua von Nazareth, dann hätte er das nicht gemacht. Dann hätte er nicht da nach oben gebetet, sondern zu sich selbst. Und dann hätte er Superkräfte und Feuerbälle rausgemacht. Ey, die Jürgen, kommt ihr, Motherfucker?
die Römer werden verbrannt. Und die Leute, die Jünger und die Jüngeren hätten gesagt, oh mein Gott, sieht ihn an, er ist wirklich der Hammer, er kann sogar Blitze rauswerfen wie ein Palpatine. Tschung, tschung. Ist alles nicht passiert. Oh, richtig. So Leute, macht's gut. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut euch rein. Und Friede auf euch alle.